Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder der Kelvin und ja, es ist mal wieder Zeit für ein kleines Video. Und in diesem Film geht es um das Thema Fotografieren lernen. Also dieses Video richtet sich überwiegend an die Anfänger da draußen, die jetzt beginnen wollen, das Fotografieren quasi zu lernen, besser zu werden. Und da habe ich jetzt mal drei Tipps für euch, die ich selbst praktiziert habe, die bei mir funktioniert haben, wo ich sagen würde, da solltet ihr die Schwerpunkte setzen, wenn ihr fotografieren lernen wollt. Gut, wir fangen an mit dem ersten Tipp. Der erste Tipp, und das bietet sich gerade in der heutigen Zeit an, ist: Konsumiere so viele Tutorials, wie es nur geht. Gerade am Anfang, lese Bücher. Gerade in der heutigen Zeit des Internets ist es total einfach, an Wissen zu kommen. Es gibt verschiedene YouTube-Kanäle. Ja? Mein Freund Benjamin Jaworski zum Beispiel macht sehr viele Grundlagenvideos. Du solltest aber auch dann noch einen Schritt weitergehen und vielleicht auch mal einen Workshop besuchen, vielleicht mal eine Assistenz machen, sei aktiv in Communities und Foren, wo es um Fotografie geht. Es gibt da echt viel im Internet. Beteilige dich, lerne Menschen kennen, lerne andere Fotografen kennen, frag auch mal, ob du assistieren kannst. Das ist heute, finde ich, einfacher wie früher. Früher gab es, wie gesagt, nur die Bücher. Heute kannst du mal kurz ins Internet gehen, wenn du nicht weißt, irgendwie, was eine Belichtungskorrektur ist, und du findest dann unzählige Videos darüber. Ja, und diese Tutorials und diese Workshops, die solltest du konsumieren, um dir das nötige Grundwissen anzueignen. Du musst noch nicht alles können, aber zumindest mal die wichtigsten Grundlagen verstehen. Es muss einfach ein Grundwissen her, ein Grundwissen über Gestaltung, Perspektive, Licht und auch die Technik. Ja? Das ist mein erster Tipp. Also bevor du überhaupt anfängst, lern erstmal deine Kamera verstehen. Lass dich nicht erschrecken von der Bedienungsanleitung. Wie gesagt, du musst gar nicht alles wissen, du musst einfach nur die wichtigsten Grundfunktionen kennen, wie Blende, Belichtungszeit, ISO, Bildgestaltung und so weiter, um dann auch loslegen zu können. Denn dann kommen wir zum zweiten Tipp. Der zweite Tipp lautet: Fotografiere so viel es nur geht. Versuche überall deine Kamera mitzunehmen, überall zu fotografieren, viele Bilder zu machen. Und wichtig ist, schau dir die Bilder auch nachträglich dann in Ruhe an. Also lösch sie nicht. Vor allen Dingen lösch sie auch nicht, wenn du sie schlecht findest, sondern schau dir die Bilder später an, die du im Alltag gemacht hast. Und frag dich dann, warum einige deiner Bilder vielleicht gut sind, andere nicht so gut sind. Und da kannst du auch mal diese Bilder anderen Leuten zeigen, in Foto-Communities, Plattformen und so weiter. Gerade am Anfang finde ich das immer sehr hilfreich. Später mal ist es vielleicht nicht so gut, die Bilder in Communities zu zeigen, um nach Kritik zu fragen, weil da auch sehr viel Geschmack mit drin steckt. Und ja, gerade am Anfang aber hilft es, um so ein bisschen Feedback zu bekommen und nicht nur von der Schwester oder von der Omi, die eh sagt, das Bild ist toll. Also fotografiere immer und überall und schau dir die Bilder zu Hause in aller Ruhe an und versuch festzustellen, warum ein Bild wirkt, beziehungsweise warum dieses Bild, ja, wo du vielleicht einen Moment festhalten wolltest, warum das nicht wirkt. Frag dich das bewusst und konzentriert. Okay, und mein dritter Tipp ist: Lass dich inspirieren. Auch da hilft dir wieder das Internet. Du findest jede Menge Bilder von erfolgreichen Fotografen in verschiedenen Genres, also von der Street-Fotografie über die People, Mode, Fashion, Beauty, Makro, Natur, da ist alles dabei. Schau dir die Bilder an, schau dir die Top-Bilder an und frag dich, warum wirkt dieses Bild? Ja? Und wenn du dahinter steigst, warum dieses Bild wirkt, dann kannst du es nachmachen und dich quasi inspirieren lassen. Kauf dir auch mal das ein oder andere Bildband, ja, vielleicht sogar von den alten Fotografen, wie es früher mal war, weil da kannst du auch sehr viel lernen und dich inspirieren lassen. Also ich habe auch ganz, ganz viele Bildbänder im Regal stehen, die ich mir sehr, sehr gerne anschaue, gerade dann, wenn ich mich inspirieren lassen möchte. Gut, das waren jetzt mal so die drei effektivsten Tipps, wo ich sagen würde, beschäftige dich damit. Diese Tipps sind dir mit Sicherheit nicht neu, aber ich hoffe, du fühlst dich nochmal jetzt dran erinnert von mir, dass du es nochmal in der Zukunft etwas bewusster anpackst
um dich dann im fotografischen Bereich zu verbessern. Eine Sache noch, lass dich auf keinen Fall unterkriegen. Es werden Kritiker kommen, es werden Leute sagen, das Bild ist scheiße. Auf keinen Fall aufgeben, immer weitermachen und trau dich. Ja? Trau dich auch, die Bilder zu zeigen. Und nicht nur selbst die Bilder anschauen, zeig sie anderen Leuten, egal was zurückkommt. Okay, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte dich zum Nachdenken anregen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, beziehungsweise gerne in die Anmerkung schreiben, welche Themen für euch noch interessant sind. Und dann nehme ich da ein kleines Video dazu auf. Ansonsten vielen Dank und bis zum nächsten Video.